Ja, meine Herren, willkommen. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben, Herr Professor Georg Stenger. Sie haben die Professur für Philosophie in einer globalen Welt inne. Und Herr Dr. Raphael Bonelli, Psychiater an der Sigmund Freud Universität. Was uns interessiert, diese nicht einschätzbaren Terroranschläge in unserer westlichen Welt, in der U-Bahn, am Flughafen, bei einem Rockkonzert. Was machen solche Terroranschläge mit uns? Solche Terroranschläge machen Angst. Und die Angst ist halt so ein Hund. Weil Angst ist an und für sich etwas, was dem Menschen gemäß ist, was zum Menschen gehört und was den Menschen warnt. Aber wenn die Angst dann irrational wird, dann hat man sich selbst nicht mehr im Griff. Alle totalitären Regime haben mit Angst gearbeitet, weil dann der Mensch manipulierbar wird. Jetzt haben wir eine Situation in unserer Gesellschaft, wo die Menschen kaum mehr Angst hatten, weil wir extrem sicher waren. Es gibt praktisch keine Generation, die so lange Frieden hatten wie wir hier. Und plötzlich kommt das, was es eigentlich überall gibt, auch zu uns, nämlich die Bedrohung durch Menschen, die sich selbst in die Luft sprengen, die uns Böses wollen, die uns nach dem Leben trachten. Das ist etwas Neues, das ist etwas, womit wir nicht umgehen können. Weder die Politik noch die Gesellschaft und noch eben die Einzelpersonen. Und deswegen Angst. Und was hat das dann für Auswirkungen? Das hat Auswirkungen, dass Menschen unfrei werden, auch in Gedanken unfrei werden und sich eben fixieren auf dieses Thema der, oh Gott, mir könnte was passieren, mir oder dem meinen könnte was passieren, sodass eben die Lebensqualität deutlich sinkt. Wie reagiert unsere Gesellschaft dann? Wie ändert sich unser Verhalten? Wir sehen es ja. Die Gesellschaft reagiert genauso, wie es die Terrorintellektuellen, darf man nicht vergessen, das IS ist ja durch Intellektuelle gestützt. Das sind sozusagen die ehemals sozusagen Adjutanten von Irak, also von Saddam Hussein etc., aus Saudi-Arabien ja auch, das wissen wir auch. Und die wissen das ganz genau. Also schon der Anschlag von Bin Laden seinerseits in Amerika. Die wissen ganz genau, wo sie es sozusagen treffen. Und die Reaktion wird sein, eine tendenziell polizeistaatliche Option, die kein Staat im Westen möchte. Und jetzt in Brüssel, wie man hört, überall alles aufgestellt, in Paris, auch in anderen deutschen Städten, wie auch immer in Flughäfen, alles abgesichert und man meint, dadurch könne man diesem Phänomen begegnen. Mit dem Ergebnis, dass die Menschen, die normalerweise frei gelebt haben, sich immer mehr sozusagen nicht frei mehr, sondern belagert, überall beobachtet. Und das erzeugt bei den Menschen, die sich frei waren, von der eigenen Gesellschaft, qua Polizei, qua Militär, erzeugt es eine neue Form von Angst. Und so ist man sozusagen nicht nur privat, persönlich betroffen, sondern auch als gesellschaftliches Wesen, als soziales Wesen. Man weiß nicht mehr, was ist jetzt recht oder wie kann ich das jetzt noch einklagen? Wenn man im Flughafen kommt, dann stehen plötzlich Leute da mit sozusagen Kalaschnikows oder mit Gewehren, Maschinen im Anschlag. Und das ist die Kommunikationsform. Wie soll ich da reagieren, wenn ich will nur durchkommen, also schweige ich. Und das Schweigen zieht sich zurück, vermag sich nicht mehr zu artikulieren, erzeugt potenziell immer stärkere Ängste. Und das ist eine, meines Erachtens, die eigentliche Gefahr, die sozusagen philosophisch für mich interessant ist. Wo müssen wir ansetzen? Wir können nicht ansetzen, ich verstehe natürlich, man muss, wenn solche Anschläge passieren, muss man erstmal so reagieren. Man kann nicht sagen, ja, jetzt schauen wir mal, wie deren Vita war und wir müssen das irgendwie verstehen. Das ist gar nicht. Man muss da natürlich mit harter Hand, wie man heute sagt, rechtsstaatlich reagieren. Aber das ist nur eine Symptombekämpfung. Symptombekämpfung, wissen wir, ist immer nur eine Erzeugung von neuen Symptomen, die meistens noch viel tiefer liegen. Das ist die Aufgabe, wie geht man daran? Und das ist die Angstspirale, nicht? Die Angstspirale besteht darin, ich habe Angst und dann versuche ich die Angst zu vermindern, indem ich möglichst viel Sicherheiten schaffe. Und so durch dieses Sicherheitsdenken kommt noch mehr Angst, weil ja noch immer irgendwo ein Schlupfloch ist und dann kommt noch mehr Sicherheit. Und in dieser Spirale bewegen wir uns gerade. Nicht? Das ist eine latente Unsicherheit und verändert die unser Miteinander in der das Gesellschaft? Das verändert unser Miteinander, weil es eben das Vertrauen bricht, nicht? Also wir sind in einer Gesellschaft groß geworden, indem wir auf die Straße gegangen sind und einfach vertraut haben. Niemand hat sich gedacht, da könnte was passieren. Und dieses Denken ist jetzt im Verändern begriffen. Igeln wir uns mehr ein? Werden wir misstrauischer? Wie wirkt sich das aus, diese Angst, diese Latente? Einerseits zieht man sich eben in diesem Sicherheitsdenken immer weiter zurück. Also es gibt einen Boom jetzt, dass alle Schusswaffen kaufen, zum Beispiel in Österreich. Dieses, ich muss mich jetzt selbst beschützen, die Politik beschützt mich nicht mehr.
einerseits das und andererseits wird es existenzieller. Und das ist auch wieder spannend, nicht? Weil wir ja dadurch, dass wir eines der reichsten Länder der Welt sind, einen Wohlstand haben, den man sich woanders kaum vorstellen kann und dass es auch keine Probleme mehr gibt. Ich meine, ich bin hier Psychiater mitten in Wien und ich habe sehr viele wohlstandsverwahrloste Menschen, die Probleme haben, die eben mit Geld nicht bezahlbar sind. Und da wird es plötzlich wieder existenziell, weil es könnte ihnen ja doch was passieren. Sie sind abgesichert, sie haben Millionen im Hintergrund. Und plötzlich könnten sie auf der Straße, könnte ihnen was geschehen. Und da kommt es schon zu Gedanken, die es früher nicht gab. Wie verändert das wie kann es unser System verändern? Ja, das ist die Frage, wie man das System versteht. Ich glaube, man kann es beidseitig sehen. Man kann zunächst sagen, es verändert unser System dahingehend, dass wir immer mehr Sicherheiten einbauen, mit der Konsequenz, dass wir immer unsicherer werden. Also Sicherheiten produzieren gerade diese Ängste. Das ist so in der Sache phänomenologisch oder von der Sache her ganz deutlich zu sehen. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite könnte man auch sagen, es ist eine Anfrage an unser System insgesamt. Und zwar auch nicht nur im Negativen. Das heißt, wir gehen zurück auf sogenannte Identitäten, Vertrautheiten, haben uns da eingewohnt, haben das habitualisiert, das hat sich bei uns sedimentiert. Das ist sozusagen eine Selbstverständlichkeit, war das. Und zugleich wissen wir und wussten wir immer, es gibt nicht diese Selbstverständlichkeiten. Das ist in Fluss, das ist in Bewegung. Und Identitäten gibt es nicht für sich. Das ist ja das Problem, sobald die Identitäten für sich in Anspruch nehmen, sei es individuell, sei es in Gruppen, dann entstehen diese Fundamentalismen oder Dogmatismen. Also diese heilsleeren Botschaften. Wir sagen die Wahrheit. Also ein bisschen provokant würde ich sagen, das ist eigentlich der Normalfall. Also wir haben in den letzten Jahrzehnten abnormal gelebt. Wenn man sich die Geschichte anschaut, dann ist es der Normalfall, dass es Gewalt gibt, dass das Leben gefährlich ist. Und das heißt, ich möchte wegkommen von diesem fürchterlichen Pathologisieren. Leider ist es die Realität des Menschen, dass es andere Menschen gibt, die einem Böses wollen. Damit muss man leben. Und unsere Gesellschaft, diese Hochkultur, hat es geschafft, das ziemlich wegzudrängen. Und jetzt schwappt es wieder mal herein und wir werden irgendwie damit umgehen können. Aber es gehört zu Menschen dazu, dass es Menschen gibt, die einem Böses tun. Und deswegen werden wir jetzt nicht alle Psychopathen werden, sondern es gehört zu Menschen dazu. Aber was eigentlich die Kulturen dann immer entwickelt haben, ist einen höheren transzendenten Bezug. Und der ist uns verloren gegangen. Nicht? In den Krisenzeiten sind alle in Wien in den Stephansdom geströmt und haben also irgendwie eben einen transzendenten Akt vollbracht, eben um Hilfe gebeten oder sich der Mutter Gottes anempfohlen oder halt irgendwelche Akte, die über sich selbst hinausgehen. Und ich glaube, wenn das Leben wieder existenzieller wird, dann wird das Leben auch wieder transzendenter. Und warum ist das wichtig? Das tut den Menschen gut. Also es gibt neue Forschungen in der Psychologie, die sagen eben diese Basics, diese Temperamente, das ist das eine. Aber was den Menschen wirklich ausmacht, ist eben die innere Kontrolle, die Beziehungsfähigkeit und die Selbsttranszendenz. Und das unterscheidet den freien vom unfreien Menschen. Und da haben wir Defizite. Ich würde sagen, die Gesellschaft in den letzten 30 Jahren war eine Gesellschaft der Schlaftabletten. Nicht? Also nicht umsonst haben wir so viel Tranquilizer-Abusus wie überhaupt noch nie. Also weckt uns der Terror auf? Ich würde sagen, es ist eine gewisse Weckfunktion. Unerfreuliche Weckfunktion, ich möchte das überhaupt nicht bagatellisieren, aber ich möchte nur sagen, es ist der Normalzustand, dass es gefährlich ist auf der Welt. Und dass es auch bei uns gefährlich ist, war geschichtlich gesehen der Normalzustand. Und jetzt waren wir lang sehr sediert. Und wie werden wir darauf reagieren? Werden wir uns global öffnen, wie der Professor Stenger sagt? Oder werden wir uns von unserem Wesen her, wie wir angelegt sind, werden wir uns da eben eher verschließen und uns eher wieder einzäunen? Also was ich beobachte jetzt, die Tendenz, die ich bei meinen Patienten sehe, ist einzäunen. Also Sicherheitsdenken, darüber haben wir schon gesprochen, also Sicherheitsdenken. Die Leute zäunen sich im kleinsten Rahmen ein, das heißt, sie kaufen sich Schusswaffen, sie machen ihr Haus sicher, sie wollen eben, dass Österreich einen großen Zaun hat, sie wollen, dass Europa einen großen Zaun kriegt, also in der Psyche ganz klar, die Menschen wollen Sicherheit. Um die Kontrolle wieder zu erlangen. Um Kontrolle zu verlieren, die verloren gegangen ist.
Also ich glaube, dass also diese Figur, dass auf der einen Seite öffnen global ist ist der Globalismus oder die Globalisierung. Und die Globalisierungstendenz ist ja so, was die Ökonomie, die ökonomische Welt sozusagen auch vorlebt. Aber das halte ich für ein Problem. Das ist genau das. Weil das geht immer auf Kosten derer, die nicht mitkommen. Also dieses, wo alle gleich sind, erarbeitet ein Gefälle zwischen den einzelnen Kulturen. Das heißt, das ist nicht der Königsweg. Die andere Seite ist genauso. Es ist nur die Kehrseite dessen, dass man sich einigelt gegen andere. Wir wollen das nicht. Das ist, glaube ich, das sind dieselbe Sache umgekehrt. Das ist so wie bei Hass und Liebe. Ja, das ist im Grunde eine ähnliche Figur. Die sind völlig abhängig von nur der liebt, kann hassen und umgekehrt, wie wir wissen. Und diese Situation, das ist eben, meines Erachtens, eine mögliche Öffnung, geht dahin, meines Erachtens, dass man sich tatsächlich, dass man hinausgeht, man schaut, was das eigentlich bedeutet, mit anderen kennenlernen, wir sind jetzt aufgerufen. Und das Interessante ist, meine Erfahrung, dass dann wiederum, in derselben Weise, man sich jeweils tiefer zurück auf das sogenannte eigene neu versteht. Da gehören zum Beispiel sowas wie Religion dazu, in Asien zum Beispiel, in Japan, in Korea. Ganz entscheidend. Philosophen sind ohne Zen-Buddhismus oder Buddhismus gar nicht denkbar in der Weise. Was heißt das aber? Das heißt, da wird es nicht unbedingt, Religion ist sozusagen, muss wieder. Das würde ich sehr unterscheiden. Ich würde sagen Transzendenz, aber nicht Transzendenz im Religiösen. Religion ist meistens für mich auch so eine kulturell so eine basale, hat eine basale Funktion. Es gibt so weit Kulturen, als es Religion-Geschichte gab. Aber es ist die Transzendenz, heißt meines Erachtens immer auch sozusagen dieses in Bewegung, im Austausch, in der Gestaltungsfrage bleiben, sich sehen. Und dann ist es zugleich meines Erachtens eine Transzendenz, aber nicht irgendwo ein göttliches Prinzip, muss das nicht sein. Das kann auch eine künstlerische Komponente, das kann auch eine sprachliche, also ein Schriftsteller, der transzendiert in die Sprache, eröffnet neue Sprachmöglichkeiten und dadurch neue Wirklichkeiten. Also durch die Beschäftigung mit dem, was wir haben und dem, was wir verlieren können, finden wir uns also neu, kann man das so sagen? Ja, in gewisser Weise ist das. Also das ist ein Weckruf, das ist ganz gut gesagt, aber der ist eben ex negativo. Ja, und wir müssen aufpassen jetzt, dass wir nicht meinen, und das ist im Moment so die westliche Reaktion, Amerika ist ja noch viel härter als Europa, Amerika meint einfach, sie erschießen die Führer. Wir wissen aus dem alten griechischen Mythos und aus vielen Mythen, dass das genau drei neue Häupter erzeugen wird. Das ist also sowas von trivial, dass man sich fragt, wie ist das möglich? Ja, also so nicht. Das ist so, geht es, so ist keine Möglichkeit eigentlich, damit umzugehen. Und da ist eine Gefahr, dass wir meinen, wir könnten durch größere Sicherheit, das haben wir schon eingangs gesagt, könnten wir wiederum dieses alte Selbstverständnis etablieren. No go. Das ist im Grunde die Evozierung und Erzeugung neuer Unsicherheiten. Also das ist ja, wie man heute sagt, man macht schon Versicherungen gegen Versicherungen, die man abgeschlossen hat, damit man da immer sicherer wird und merkt nicht, dass man völlig verunsichert. Also ich würde auch sagen, dass es existenzieller wird. Also es wird existenzieller für uns alle. Und dadurch kommt es zu einer neuen Offenheit gegenüber dem Transzendenten. Und das sehe ich auch im Religiösen, aber nicht nur im Religiösen, sondern ich würde sagen, in den Transzendentalien, im Schönen, im Wahren, im Guten. Das kann eben die Kunst sein, das kann die Philosophie sein. Aber Menschen werden, das beobachte ich als Psychiater, existenzieller. Sie denken wieder mehr nach über den Sinn des Lebens. Sie denken wieder, also es wird nicht mehr, also die Oberflächlichkeit, die noch herrscht, bröckelt durch diese Anschläge. Dankeschön. Okay. Danke, es war ein sehr interessantes Gespräch. Dankeschön. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Das können wir gerne wieder machen. Gerne. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.